1958 in Lüneburg. Das Wirtschaftswunder hat zugeschlagen. Also, das hier, den Fußboden bohnen, das macht ja in ihrer Zeit auch kein Mensch mehr, oder? Und warum macht's keiner? Weil's einfach eine Heidenarbeit ist und weil's so richtig schön stinkt. Ach Mann, das ist doch der typische Duft der 50er Jahre. Ja, aber mittlerweile im 21. Jahrhundert, da haben doch längst alle wieder ihre Holzdielen freigelegt, am besten sich Parkett angeschafft. Ja, aber das war Arbeit. Linoleum bedeutete Pflegeleichtheit. Sie mussten nur einmal die Woche bohnen. Ja, aber dann ist man ganz schön außer Atem. Ja, aber wenn Sie modern sein wollen, müssen Sie auch was tun. Den Stil mag man mögen oder auch nicht, aber sagen Sie, Frau Lambschuss, ist das jetzt eine wirklich typische 50er-Jahre-Wohnung hier? Nicht unbedingt typisch. Diese Wohnung ist ja sehr großzügig geschnitten. Normalerweise waren die Wohnungen wesentlich kleiner. So für 4 Personen können Sie von 65 Quadratmetern ausgehen. Wie viele Zimmer waren es dann? Ja, so 2,5 bis 3 Zimmer. Und was musste die Durchschnittsfamilie dann an Miete zahlen? Na, 1 D-Mark pro Quadratmeter war drin. Die Küche hier ist ja schon so, wie viele sie noch kennen werden von früher, oder? Die Einrichtung ist oft ein Sammelsurium. Ein alter Kohlenherd. An der Wand ein moderner Hängeschrank. Nebenan der gute alte Küchenschrank. Ja, die Entwicklung ging weg von der reinen Wohnküche hin zur reinen Arbeitsküche mit immer mehr technischen Geräten, die die Arbeit der Hausfrau dann erleichtern sollten. Also irgendwann alles elektrisch. Immer mehr Technik, immer mehr Elektrik. Und die Leute haben wieder Geld. Sie leisten sich, was die Schaufenster zu bieten haben. Zwischen 1950 und 1960 verdoppelt sich das Pro-Kopf-Einkommen. Also, elektrisch ist er ja offensichtlich, der Kollege Backofix. Aber ich finde ihn ja irgendwie auch ein bisschen lütt, oder? Ach was, überhaupt nicht. Das ist der kleinste Elektro-Vollherd. Gedacht für die kleine Familie auf kleinem Raum. Aber er ist ein Vollherd. Das heißt, er hat 2 Platten und die Backröhre. Der Mixer mit dem verheißungsvollen Namen Neuzeit 1. Es gibt beinahe nichts, was man nicht elektrisch machen könnte. Was das hier ist, werden Sie nicht glauben. Es heißt Hofix und ist tatsächlich ein Hosenfaltenbügler. Ja, hier haben wir eines der wichtigsten Geräte überhaupt, den elektrischen Kühlschrank. Erstmals ermöglicht er es der Hausfrau, Lebensmittel auf lange Zeit haltbar zu machen. Und Bier kalt. Ja, klar. Das ist nicht einfach ein Haushaltsgerät, das ist ein Statussymbol. Noch kann sich nicht jeder sowas leisten. Von Mixer bis Kühlschrank, ich muss schon sagen, in der Küche hat sich eine Menge getan. Hier im Bad sieht es allerdings noch ganz schön einfach aus, oder Frau Lambschuss? Nein, auch wenn es so aussieht, dieses Bad ist schon sehr luxuriös. Was ist denn daran Luxus? Es gibt fließendes Wasser, einen Kohlebadeofen und ganz wichtig, die Familie hat eine eigene Badewanne. Aber hier haben wir doch eine Erleichterung für die Hausfrau. Hier haben wir nämlich eine elektrische Waschmaschine. Und die funktioniert einfach, indem man Wasser heiß macht und ein bisschen drumherum rührt? Ja, aber sie hat noch keine richtige Schleuder, sondern die Wäsche muss anschließend noch per Hand gemangelt werden. Okay, man nehme ein feuchtes Handtuch oder Küchentuch, ja. Tropfnass natürlich noch, fädle es hier ein und dann geht die Post ab. Ziehe rechtzeitig die Finger zurück. Ja, sind weg. Wann, ich muss sie hinten nochmal wegnehmen. Ja, Und kommt. Ja, bitte. Wunderbar, das Wasser ist raus. Handtuch ist halb trocken. Jetzt müssen wir aber unbedingt auf die Möbel zu sprechen kommen. Und das ist das Sinnbild der 50er, der Nierentisch. Warum muss es denn unbedingt diese Nierenform sein? Warum hat dies den Leuten so angetan? Ja, man wollte weg von der Möbelkultur der NS-Zeit, der 30er, der 40er Jahre mit den klobigen Teilen. Man wollte weg von den Ecken, Kanten und man hasste mittlerweile alles Zackige. Und darum war dies Nierenförmige, dies Runde sehr beliebt. Ganz groß im Trend ist der Kauf per Ratenzahlung. So können sich auch einfache Familien echte Luxusgüter leisten, wie das Modell Siemens Sonderklasse F10. Der Fernseher wird schnell zum neuen Familienmitglied. So, zur Feier des Tages. Ich
mich extra ein bisschen fein gemacht. Hat man ja nicht alle Tage, dass das neue Fernsehgerät, Entschuldigung, in Betrieb genommen wird. Also, hier naht der große Moment. Der vierte von links? Ach, Sekunde noch. Wie hat sich das jetzt eigentlich ausgewirkt aufs Familienleben, dass da jetzt dieses neue Familienmitglied dabei war? Jeden Tag, jeden Abend, immer. Ja, letztendlich hat es das Familienleben und auch das Freizeitverhalten stark beeinflusst. Man sieht das hier ja schon an unserer Familie. Sie ist jetzt nicht mehr um den Tisch zentriert, sondern guckt jetzt nur noch auf unser Lagerfeuer der Neuzeit. Das Lagerfeuer der Neuzeit. Was für ein Stichwort für diesen großen Moment. Tief Luft holen. Es kann beginnen. Ich zähle kurz runter. 3, 2, 1 und 1. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, wir stören nicht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wenn ihr den Schuh wieder da wart, dann nehmt mal Platz. Ja, bitte. Wer ist das jetzt? So wieder immer dasselbe. Fernsehgäste. Ja. Wir kommen jetzt einfach so. Ja. Wer ist das? Das sind Nachbarn, Freunde. Jeder war ja nicht in der glücklichen Lage, einen Fernseher zu besitzen. Also die noch keinen hatten, konnten einfach knallerfall vorbeikommen und mitgucken. Abends fing die Klingel und zack waren sie da, ob sie wollten oder nicht. Sind nette Leute. Treppe runter. Am 25. Dezember 1952 startet in Hamburg der Nordwestdeutsche Rundfunk den Fernsehbetrieb in der Bundesrepublik. Zunächst gibt es nur 2 kurze Stunden Sendezeit. Sie gehen schon wieder reif. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Juwi Wallerallala, Juwi Wallerallala. Mit der letzten Kraft bring ich das Abendbrot. Dann will Max spazieren gehen, doch ich bin halb tot. Aber sage ich, ich habe keinen Mumm. Aufs Wandern, schimpft mein Männeli, nur geh doch nicht so krumm. Denn du sitzt doch hier den ganzen Tag bloß rum. So, und was soll das jetzt? Ja, es ist 10 Uhr, Sendeschluss. Wie, Feierabend einfach? Ja, natürlich, das Programm lief ja nur ein paar Stunden. Und jetzt gehen ja alle in die Kneipe, oder? Nein, die bleiben bei uns zu Hause. Es gab eine starke Rückbesinnung auf die Häuslichkeit, auf die Familie. Gefeiert wurde gern zu Hause. Trautes Heim, Glück allein. Ja, alle feiern zu Hause, aber irgendwie gehen doch alle. Wer etwas auf sich hält, muss sie haben. Die Party-Ecke. Sie ist eine der legendären Erfindungen der 50er. Man lässt es sich gut gehen. Und man kann es sich auch gut gehen lassen. Das Jahr 1955 ist der Höhepunkt des Booms. Wirtschaftswachstum 12%. Heutzutage sind Politiker stolz auf 2,5. Ah, der Käseigel. Und gleich noch ein Klassiker. Es gibt nämlich auch die allseits beliebten, wundervollen Fliegenpilze. Sagen Sie mal, heute haben Sie sich aber außergewöhnlich viel Mühe gemacht, oder? Für die Party hat man sich viel Mühe gegeben. Da wurde nicht einfach eine Flasche Bier aufgemacht und die Chipstüte aufgerissen. Party wurde inszeniert. Das heißt also immer so ein Haufen Arbeit, so viel Tamtam und noch Spießchen und Zierde und Tellerchen und Deko und alles? Das sieht aber auch nett aus. Das kann man nicht anders sagen. Ja, gucken Sie hier meine Lieblingsteile. Salzstangenanbieter. Heißen wirklich so? Die heißen so. Der Salzstangenanbieter wird natürlich immer wieder gerne genommen. Vielen Dank. Wohlstand für alle. Das ist der Slogan der Zeit. Der elektrische Kühlschrank, die Familienbadewanne, Cocktailsessel und wirklich irre tolle Partygags. Also den Menschen in Wirtschaftswunderland Westdeutschland ging's ziemlich gut, Prösterchen. Aber wie sah das drüben aus? Da gucken wir rüber.